Hat eben was geklingelt? Okay. Dann laden wir mal nach. Dann holen wir uns nochmal neue Munition und dann düsen wir zu diesem Bahnübergang da, um die Konkurrenz auszuschalten. Bin ja mal gespannt, was wir dafür kriegen. Ich hoffe, wir müssen danach nicht noch irgendwas machen. Nochmal so quer über die Karte düsen. Noch so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört. Ich bin ja mal gespannt, also ich... Far Cry 3 ist jetzt übrigens vorbestellt, ne? Habe ich gar nicht erwähnt, ich habe es bei Facebook schon mal geschrieben. Far Cry 3 erscheint am 29. November. Das sind jetzt noch 12 plus 7, 19 Tage. Ja. Ja, 19 Tage noch. Und dann geht das auch los. Bin ja mal gespannt, wie das so ist. Ich weiß nicht, Far Cry 2 kam jetzt glaube ich 2008, also doch 4... Willst du mich verarschen? Das ist der Konvoi? Oh. Soll ich hier irgendwas machen? Warte mal, wie heißt unsere Aufgabe? Den Konvoi im Norden zerstören. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Das ist der Konvoi im Norden. Was heißt bei denen zerstören? Ja, lol. Heißt zerstören? Ich soll die Wagen in die Luft jagen oder was? Lol. Manchmal ist das Spiel ziemlich buggy. Habe ich das Gefühl. Oder ich stelle mich so doof an und weiß immer nicht, was ich machen soll. Der Konvoi steht hier. Oh, lol. Ja. Na dann würde ich sagen, dann fahren wir mal den Wagen hier ein bisschen weg, falls ihr jetzt gerade im Hintergrund Geräusche hört. Ich bin nicht allein. Ich drücke mal F5. Warum drücke ich mal 5 zum Aussteigen? Also, da steht ja wirklich zerstören. Aber ich meine, warum muss ich die denn zerstören? Das reicht ja, wenn ich die Leute umbringe, oder? Egal. So, wir greifen mal zur Granate. Wie wirft man nochmal Granaten mit G? Scheiße. Nein. Wie wirft man nochmal Granaten? Q. Oh, weg hier. Ah! Leute, mein Wagen! Der steht noch. Mit einer Granate alles in die Luft gejagt. Ey, das ist perfekt. Oh lol, ich sollte vielleicht nicht durchs Feuer laufen. Ey, das ist ja genial. Da steht der Auftrag wirklich förmlich vor der Tür. Oh, bitte nicht zu meinem Wagen. Oh, wir sollten den Wagen noch ein Stückchen zurückfahren. Ich will ungern, dass der in die Luft geht, jagt, was auch immer. Alter, was so eine Granate so anrichten kann im Spiel, ist krass, ne? Ich weiß ja nicht, wie das in echt ist. Aber das ist echt so extrem ist, dass da wirklich alles komplett zerstört wird. Ich laufe einfach mal durchs Feuer und dann durch den Tümpel, um die Füße ein bisschen abzukühlen. Dann würde ich dann gerne nochmal ganz kurz hier die eine Granate, die wir verbraucht haben, wieder auffrischen. Genial. Genau vor der Tür den Auftrag erstmal abschließen. Ach, ich habe eine Granate schon aufgenommen, wahrscheinlich von denen. Aber wir können hier ein bisschen wieder was nehmen. So. Und dann wollen wir jetzt mal... Warte mal, wir kriegen doch jetzt noch irgendwas, oder? Ist keine Mission aktiviert, erscheint der Waffenhändler im Waffenladen. Er kann Ihnen Missionen anbieten, durch die Sie neue Waffen zum Kauf freischalten können. Ihr nächste Mission schaltet folgende Waffen frei. Die Spaß, die MP5 mit Schalldämpfer und den Flammenwerfer. Ach, also hat, das stimmt. Jetzt schauen wir mal, was haben wir für Waffen gekriegt? Ich dachte, machen ihnen die minderwertigen Waffen ihrer Gegner Probleme. Wenn sie eine Waffe kaufen, steht ihnen in der Rüstkammer um die Ecke jederzeit ein unbegrenzter Vorrat an neuen Waffen dieses Modells zur Verfügung. Ja, das wissen wir ja schon. So, was haben wir denn dazu gekriegt? Die AK-47, war die vorher schon da? Keine Ahnung. Die MAC ist auf jeden Fall neu. Und die STAR, glaube ich, auch. Warum sollte man sich eine Leuchtpistole... Und den Raketenwerfer können wir uns holen. Die 6P9 schallgedämpft. Okay. Ich denke, ich bleibe erstmal dabei. Ja. Was kriegen wir als nächstes? Den Flammenwerfer? Ich glaube, ja. Aber für Flammenwerfer, ich weiß auch nicht. So an sich schön und gut, aber ich glaube, da machen wir uns eher selber die Finger heiß. Hier mein Problem. Sie verpassen was.
Ja. Hier mein Problem. Mhm. Dieser Ukrainer will sich in mein Geschäft drängen. Er erwartet eine Lieferung. Miese Ware, alles illegal. Ja, ja. Das ist bestimmt alles legal hier. Besorge ich Ihnen was Besonderes. Okay. Dann nimm mal her. Oh ja. Ich bleib erstmal dabei. Irgendwas wollte ich sagen. Ach genau, der Flammenwerfer. Könnte ich mir vorstellen, naja, weiß auch nicht, weil da müsste man ziemlich nah ran. Ich meine, so ein Flammenwerfer hat ja keine 100 Meter Reichweite oder so, ne? Der ist, weiß nicht, was sind das, 10 Meter oder sowas? Natürlich mit dem Brennen ist schon geil, aber dann stehst du ja auch unmittelbar neben dem Feuer. Das finde ich, also so an sich schon geil, aber schon wieder ein Konvoi zerstören. Die haben es ja mit dem Konvoi, wa? Wo ist der diesmal? Was stand da im Westen, glaube ich? Hallo. Ah ja, danke, Spiel. Seht ihr, das meine ich. Ey, das ist doch kacke, oder? Ich meine, da fährst du dich doch dumm und dämlich. Und dann bist du wieder 3 Stunden damit beschäftigt, die ganzen Gegner, die dir auf dem Weg begegnen, zu töten, die dir nichts bringen, weil die kommen ja eh immer wieder. Dann bist du endlich mal da, dann kämpfst du da 5 Minuten, dann ist der Auftrag fertig. Das heißt, wenn man alle Aufträge nebeneinander in diesem Spiel packen würde, ich glaube, dann wäre man nach 30 Minuten hier fertig. Aber nein, man muss ja immer fahren und fahren. Soll ich das jetzt echt machen? Ich könnte jetzt natürlich auch zur Stadt fahren, die ja noch etwas näher dran liegt. Könnte dann da mal schauen, was die für einen Auftrag für mich haben. Und mal schauen, wo der liegt. Und dann könnte ich mich ja immer noch entscheiden, was ich nehme. Wollen wir das so machen? Ich glaube, das ist ganz gut. So, dann steigen wir erstmal ein hier. Und wir müssen, ja, wir können dem Weg hier eigentlich folgen, ne? Geradeaus, geradeaus. Hier sind Außenposten, 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 überall Außenposten. Da geradeaus, darüber, ja, da kommen wir schon irgendwie an. Okay. Da folgen wir dem einfach. 2 Außenposten liegen auf dem Weg. Ja, das wird schön. Oh, guck mal, da geht's schon los. Hallo. Oh, cool, das Auto haben wir so noch. Ey, so ein Auto haben wir noch gar nicht gesehen. Sieht ganz nett aus. Hat wenigstens auch an der Seite irgendwie so ein bisschen Fenster. Das haben wir hier bei unserem nicht. Wie war jetzt umsteigen? E? Nee. R? Nee. Was war ein Umsteigen? 5? Nee. Hä? Was habe ich da eben gedrückt? C. Genau. Okay. Ab geht die Post. Da steht ein Wagen. Einfach so in der Einöde einfach mal so ein Wagen geparkt. Strafhaft. Was war das eben? Jetzt habe ich auf die Straße geachtet. Jetzt habe ich gerade irgendwo anders hingeguckt. Wahrscheinlich haben wir irgendwie einen hartnäckigen Strauch gerammt. Der uns erstmal um 180 Grad gedreht hat. So, wann kommt denn hier der erste? Hier um die Kurve und am Ende der Kurve so in etwa. Ich hasse das auch immer, wenn man so fährt um eine Kurve und auf immer steht so ein Außenposten vor dir und alle ballern auf dich, ne? Ich meine, die zielen sofort auch auf deinen Kopf oder sowas. Die müssen dich erst anvisieren, die feuern einfach und. Hier ist was. So, der Diamantsucher. Okay. Ich nehme mal an, da in dem Haus. So total unoffensichtlich. Hallo. Komm, 2, 2, 2. Yeah. Soll ich hier was fahren? Hallo? Hallo? Nicht. Gut. Dann zum Außenposten. Liegt der jetzt vor der Kreuzung oder hinter der Kreuzung? Der liegt an der Kreuzung. Na gut. Dann eben so. Da ist er doch schon, wa? Hallo? Alter, seht ihr, was ich meine? Alter, wie viele? Alter, lol, ey. Was ist denn das? Ihr seid doch hier in den Nüsschen. Verdammt. Okay, die Granate kommt, glaube ich, nicht ganz so weit. Alter, was haben die denn für Waffen? Lol, ich will die Waffe haben. Mit was schießt der? Hat irgendwas Automatisches da. MP5. Die Jungs brauchen Hilfe. Ja, ich glaube wirklich, dass du Hilfe brauchst. Ey. Mal ehrlich, ey. Die Außenposten werden ja immer größer. Ja!
Jetzt werde ich hier von hinten gerammt. Lol. Hier ist irgendwas gefahren. Alter, ich... Boah, wie stressig so eine Kämpfe immer sind. Von wo kommt der denn jetzt her? Alter, die können auch durch Büsche ziehen, ey. Ich stecke hier einfach mal alles in Brand. Verdammt, ey. Gott, ey. Nachladen. Schneller! Schwarzen im Busch sieht man natürlich wieder gar nicht. Jetzt, los! Alter Vater. Ey, warum brennt hier nichts? Ich habe 2 Molotow-Cocktails geworfen. Ich heile mich mal eben, keine Ahnung, wie viel ich verloren hatte. Ja, gut. Ah, stimmt. Jetzt hat ja die PKM wieder ganz andere Munition. Deswegen sollte ich vielleicht nicht unbedingt mit der schießen immer. Sondern mir die lieber ein bisschen aufheben. Wie viel Munition habe ich? 90. Okay, erstmal wieder ziemlich ruhig hier. Das ist schon mal gut. So, den Wachposten haben wir ausgespäht. Haben wir jetzt Munition eigentlich dafür gefunden? Ne, das waren nur Granaten, ne? Ja. Ne, das will ich nicht. Die will ich. Gut, okay, dann können wir weiter. Boah, ey, immer diese Ausposten, ey. Die einzelnen Gegner und so sind ja nicht schlimm, ne? Aber wenn da so 5 Gegner und dann alle Maschinengewehren da rum... Alter, und dann ballern die alle auf dich. Am besten ist ja noch so ein Scharfschütze, der von ganz hinten immer auf dich schießt. LOL. Was war das? Was ist das denn? Von wo wurde ich gerade beschossen? Da! Alter Vater! Der Neger, der humpelt! Meine Fresse, ey! Du kleiner Mongo, du! Oh, das ist richtig extrem, wie das klingt. Schade, dass man keine Wunden sieht. So, okay. Jetzt können wir aber wieder ein bisschen Munition hier einsammeln. Oder auch nicht. Ey, die haben... Das sieht alles so komisch bei denen aus. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Sag mal, hier irgendwo ein Medi-Dings. Ey, komm. Hier ist sonst immer ein Medi-Dings. Nö. Überall bloß. Die haben auch gar nicht mehr so viel, ne? Wie sehe ich denn das? Gar nicht. Ach doch, da. 3. Stimmt. Okay, fahren wir erstmal weiter. Okay, der hat sogar noch Munition für uns. Sehr gut. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir nach Längs. Und dann vor der Brücke kommt nochmal was. Na, boah, super. Schauen wir mal. Wäre ich immer so angespannt, ne? Immer bei diesen Außenposten, ey. Boah, können das nicht einfach nur so 2-3 Mann sein oder so, die am Lagerfeuer sitzen und mit der Gitarre spielen? Nein. Was ist denn das? Wow. Das ist er schon? Das ist... Was zur Hölle ist das denn hier? Das ist jetzt aber nicht der Außenposten, ne? So. Sterb. Was? Wo bin ich denn? Oh Mann. Und wo werde ich jetzt beschossen? Das ist manchmal auch echt unrealistisch, wenn die mich so durch die Büsche so gut anvisieren können. Schieß. Ja, cool, die Sträucher gehen mir nach. Cool. Ich kann die platt schießen. So, kommt jetzt hier noch jemand?
Mich würde trotzdem interessieren, was das hier ist. Irgendwas schießt hier.